Ja, auf jeden Fall, weil wenn viele Tiere zusammenkommen, ist auch der Krankheitsdruck viel grösser. Und das braucht es sicher eben mehr Medikamenteneinsatz, sprich Antibiotika. Ein weiteres Thema ist für mich natürlich auch die Hochleistungszucht. Wenn man natürlich ein bisschen weniger leistungsfähige Rassen hat, dann sind sie ja viel robuster und brauchen viel weniger Tierärzte.